So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine attraktive Fußballpartie. Und aus dem Stadion begrüßen Sie heute Tom Bayer und Sebastian Hellmann. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Fans sind da, die Stimmung ist großartig. Wir haben da unten zwei gute Fußballmannschaften auf dem Rasen. Bin gespannt, wie das ausgeht. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an und es geht los. Lukas Piszczek. Ovo Mujela. Gentner. Marika. Khalid Boularouche. Gebhardt. Gentner. Schmelzer. Schein. Schmelzer. Subotic. Lukas Piszczek. Der Ball segelt in den 16er und die nächste Aktion. Pfosten und. Und weg ist der Ball. Gebhardt. Schön gespielt. Spitzenhereingabe. Ja, das war aber keine gute Flanke. Ganz energisches Zweikampfverhalten hier vom Abwehrspieler. Er hat den Ball sich wiedergeholt. Gut gemacht. Lukas Piszczek. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, sowas freut die Fans. Oh, schade. Weit rausgeklärt den Ball. Kehl. Lukas Piszczek. Und genau in den Lauf kommt der Ball. Flanke, wie verhalten sich jetzt die Stürmer im Strafraum? Kakao. Das ist Marika. Ja, und den ist er erstmal losgeworden, den Abwehrspieler. Oh, leichtfertiger Ballverlust. Kakao. Tolle Flanke. Und sowas nennt man Strafraumbeherrschung. Gentner. Niedermeier. Träsch. Gebhardt. Kakao. Schön hat er das gemacht. Schein. Klasse Grätsche. Marika jetzt am Ball. Kakao. Niedermeier. VfB Stuttgart hat eigentlich ganz gut ausgesehen in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen müssen die Spieler eigentlich auch eine breite Brust haben und gut gemacht vom Keeper. Ja, und da verlieren sie den Ball. Träsch. Gebhardt. Kakao. Ja, den Abwehrspieler ausgespielt. Und so eine Flanke könnten wir jetzt gut gebrauchen. Da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Und die anderen haben ihn. Niedermeier, Gebhardt, Gentner. Gut gemacht. Marika. Toll gemacht. Niedermeier. Träsch.
Ja, der Ball fliegt weit, aber genau zum eigenen Mitspieler. Ja, so, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Schein, Schmelzer. Ah, wunderbar gesehen. Kopfball. Ja, hätte er da mehr draus machen müssen. Ja, da muss er treffen aus der Position. Unbedingt muss er den mit dem Kopf einnicken. Sebastian Kehl, Schein. Ah, stark im Zweikampfverhalten in dieser Situation. So sieht ein Pass aus. Das ist Marika. Oh, das war eine klasse Chance. Ja, und ehrlich gesagt, das war nicht so gefährlich. Ja, war nicht so gefährlich, aber der Mann kann es auch aus der Distanz. Deswegen hat er es hier versucht. Gentner. Gebhardt. So, jetzt geht er ab. Aber was macht er draus? Abwehrspieler hat dem Stürmer den Ball abgeluchst. Marika jetzt am Ball. Jetzt kommt die Flanke nach innen und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Lukas Piszczek. Foulspiel, Freistoß gegen den VfB. Ja, und der Unparteiische sagt, du kriegst gelb. Ja, das war aber auch ein herbes Foul, muss ich sagen. Hat er vielleicht sogar noch ein bisschen Glück mit dieser gelben Karte. Lukas Piszczek. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Toller Pass in die Gefahrenzone. Tolle Flanke. Ja, die Flanke landet in der Abwehr. Oh. Und jetzt drängt sie nach vorne. Patrick Ovomoyela. Eine seiner Stärken, das Passspiel. Ja, Ball rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt, ja, Tackling kam zur rechten Zeit. Ja, es muss Einwurf geben. Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Marika. Klasse, wie er den spielt. Vorsicht. Schiedsrichter hat die erste Hälfte abgepfiffen. Ja, es gibt Tage im Fußball, da klappt einfach nicht alles. Sah ja teilweise spielerisch ganz gut aus, aber der Abschluss. Ja, aber sie bringen sich immer wieder in Schussposition und wenn sie an der Genauigkeit arbeiten im zweiten Durchgang, dann bin ich zuversichtlich, dass wir hier noch ein Tor sehen.